Meine Kinder, das Chaos wird sich sehr bald Roms bemächtigen und die Stadt der Sieben Hügel wird brennen. 31. Januar 2018, 14.10 Uhr. Dringender Aufruf des sakramentalen Jesus an sein treues Volk. Meine Kinder, mein Friede sei mit euch. Die himmlischen Zeichen kündigen euch an, dass meine nächste Rückkehr nahe ist. Die Umwandlung des Universums lässt euch im Raum Phänomene sehen, die noch kein Auge je gesehen hat. Große Offenbarungen werden am Himmel und auf der Erde gegeben werden, damit ihr auf mein zweites Kommen vorbereitet seid. Meine Kinder, die Götter in der Hand des Menschen werden zu fallen beginnen. Zählt ihr die Tage des Gottes Dollar sind gezählt und mit ihm werden die Wirtschaften vieler Nationen fallen. All jene, die ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in die Götter dieser Welt setzen, fallen auch mit ihnen. Die Wirtschaftskrise wird eine große Anzahl Nationen und Menschen in den Konkurs treiben, jene, die ihr Vertrauen in den Gott Geld setzen. Meine Herde, es nähert sich das Kalvaria meiner Kirche, betet für sie, die rebellischen Kardinäle werden sie spalten und das Chaos übernimmt den Stuhl Petri. Rom wird den Glauben verlieren und für die katholische Welt ein Skandal sein. In vielen Nationen werden sich die Kardinäle mit den Rebellen vereinen und meine Kirche wird bösartig betrogen werden von jenen, die behaupten ihre Verwandten zu sein, aber wie Judas werden sie diese heute verraten und den Händen meines Widersachers ausliefern. Meine Kinder, das Chaos wird sich sehr bald Roms bemächtigen und die Stadt der Sieben Hügel wird brennen. Mein Vikar wird fliehen müssen, denn sein Leben wird in Gefahr sein. Ein neuer Papst wird ernannt und dieser wird meinem Widersacher dienen. Der neue Papst wird meinen Widersacher auf den Stuhl Petri setzen und die sofortige Schließung meiner Häuser und die Verfolgung meines treuen Volkes verordnen. Viele Kardinäle, Bischöfe, Priester und Geweihte innerhalb des Vatikans werden das Leben verlieren. In vielen Nationen werden meine treuen Hirten auch das gleiche Schicksal erleiden. Mein treues Volk geht durch die Wüste, so wie meine ersten Christen, aber jene, die bis zum Ende durchhalten ohne den Glauben zu verlieren, werden sich retten. Habe keine Angst, mein Volk, Legionen von Engeln werden mit euch sein und sich um euch kümmern, wenn ihr sie anruft. Meine Restkirche wird lebendig werden, auf dem Feld, in den Bergen, in Höhlen oder in den Schutzhütten meiner Mutter. Meine treuen Priester werden mein heiliges Opfer zelebrieren. In den Tagen, in denen ihr auf der Flucht seid und keine Priester findet, macht die geistige Kommunion und ladet meine Engel ein und sie werden sie euch geistig geben. Das Zeichen des Iktus oder Fisches wird wieder das Zeichen meines treuen Volkes sein. Wo ihr dieses Zeichen seht, werdet ihr wissen, dass sich dort meine Kirche trifft. All jene, die den Rosenkranz meiner Mutter um den Hals tragen und das Zeichen des Fisches, werden von meiner Herde sein. Das werden die Zeichen sein, die meine Schafe in jenen Tagen identifizieren werden. Seid vorsichtig, denn mein Widersacher wird durch seine Instrumente getarnt meine Herde versuchen, nur das Zeichen des Fisches tragend, um euch zu täuschen. Wer den Rosenkranz meiner Mutter nicht trägt, ist nicht von meiner Herde. Mein Widersacher hält den Rosenkranz meiner Mutter nicht aus, denn er weiß, dass er mit ihm durch meine Mutter und meine treuen Kinder besiegt werden wird. Beachte diese Anweisung, damit wenn die Verfolgungen kommen ihr zwischen den Schafen und den Wölfen unterscheiden könnt. Mein Volk sei aufmerksam und wachsam, bereit und vorbereitet, um dich der bevorstehenden Krise zu stellen, die auf meine Kirche zukommt. Bleibt standhaft im Glauben, damit niemand und nichts euch von meiner Lehre trennen kann. Ich schenke euch dieses Gebet, damit ihr es jedes Mal verrichtet, wenn ihr mich in meinem Tabernakel besucht. Segen des sakramentalen Jesus. O mein sakramentaler Jesus, ich komme zu dir, auf der Suche nach Trost und in der Hoffnung einer Lösung dieser Not, die ich habe. Sage die Not, wohin soll ich gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist mein Arzt, mein Verteidiger, mein Freund, mein Vater, meine Nahrung und vor allem bist du mein Gott. Hier liege ich zu deinen Füßen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Ich brauche dich, mein sakramentaler Jesus, höre auf mein Flehen und gewähre meiner Bitte rasche Erhörung. O Segen des sakramentalen Jesus, bedecke mich, befreie mich, heile mich und stärke meinen Glauben, damit ich immer mit dir gehe. Dein heiliger Segen, o mein geliebter Jesus, bleibe immer in mir und in den meinen. Dein heiliger Segen sei meine Stärke, mein Friede und meine Zuversicht. Dein Segen, o mein sakramentaler Jesus,
breite sich auch auf meine Familie und Leben aus, damit wir alle eins mit dir sind. So durch deinen Segen beschützt, kann uns keine böse Macht Schaden zufügen. Gesegnet ist der, welcher um deinen Segen bittet und ihn als einen Schatz behält, denn er wird vor den Übeln dieser Welt beschützt sein, seine Sünden werden getilgt sein und am Tag seines Heimgangs geht er in die Freude des ewigen Lebens. Segne mich, o sakramentaler Jesus, mit dem Segen, der kommt vom gestorbenen Vater, vom gestorbenen Sohn und vom gestorbenen Heiligen Geist. Amen. Alles vermag ich in Jesus Christus, der mich stärkt. Philipper 4.13. Euer Meister, der sakramentale Jesus. Meine Kinder, gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.